In diesem Video möchte ich euch schnell zeigen, wie ihr Videos von den Öffentlich-Rechtlichen herunterladen könnt, ohne dafür extra ein Programm installieren zu müssen. Naja, eins braucht ihr ein Programm, und zwar den Browser, aber der ist ja schon mit dem Internet Explorer vorinstalliert, oder wenn ihr auf macOS seid, dann halt eben Safari, und unter Linux ist es meistens der Firefox. Also einen Browser braucht man, das war's dann aber auch schon. Ich bin jetzt mal in der Mediathek und wir suchen uns jetzt hier was Schönes raus, zum Beispiel hier die Dokumentation Reste für die Armen, und die würde ich jetzt gerne runterladen. Manchmal hat man hier sogar einen Download-Button, aber in der Regel hat man den nicht, und deshalb müssen wir uns eine andere Methode überlegen, nämlich die Mediathek View Web. Es gibt das Projekt Mediathek View schon etwas länger, seit einiger Zeit gibt es auch die Web-Version davon, und die macht es halt eben möglich, dass man kein extra Programm installieren muss. Ja, was kann ich also machen? Ich gehe hier auf mediathekviewweb.de, das habe ich auch nochmal verlinkt in der Videobeschreibung. Und jetzt kann ich es ganz einfach machen. Ich kann jetzt hier nach dem Titel suchen. 25 Jahre Tafeln in Deutschland. So, und das finde ich jetzt schon, nachdem ich zwei Wörter eingegeben habe. Und wichtig ist hier immer auf die Dauer zu achten. Manchmal gibt es da unterschiedlich lange Versionen. Ich will natürlich möglichst die längste haben. Und es gibt auch immer wieder Trailer, und das erkennt man halt an der Dauer. Da, wenn die nur 2 Minuten lang sind oder 1 Minute lang sind, ist es wohl nicht die ganze Folge. Also immer gucken. Hier steht ja auch die Länge dabei. Also wenn ich jetzt hier anstarte. Also 28, 41 in dem Fall. Naja, ich gehe mal hier auf dieses Videosymbol da hinten, denn wir wollen es ja runterladen am Ende. Und jetzt gibt es das in verschiedenen Qualitätsstufen. Man kann das klar als schlechtere runterladen, um Platz zu sparen. Was kann ich jetzt also hier machen? Ich habe 2 Möglichkeiten. Ich kann mir das hier direkt als Stream anschauen. Da kann ich auf diesen Play-Ding drücken. Oder ich kann es runterladen mit der Diskette. So, was passiert jetzt, wenn ich auf die Diskette drücke? Es fängt kein Download an in der Regel, sondern der Browser, aha, da ist eine MP4-Datei, die kann ich abspielen. Also versucht er, die abzuspielen. Das macht aber nichts. Wenn ich jetzt den Speicherdialog aufrufe mit STRG S, kann ich auch ganz normal hier die MP4 speichern. Kann man bestimmt auch hier das Menü einblenden lassen und sagen, Seite speichern. Und da ist ja nur die MP4 da, also kann ich die speichern. Ich kann jetzt auch diesen Link hier oben einfach nehmen und in den Download-Manager einfügen. Oder noch viel einfacher, gehe hier nochmal raus, fahre hier nochmal drüber und mache hier einfach einen Rechtsklick drauf und sage Ziel speichern unter. Und hier ist dann auch schon die MP4 zum Speichern ausgewählt. Das wäre jetzt also die Möglichkeit, diese Dateien herunterzuladen, ohne ein extra Programm zu installieren.